Für den Kreisel braucht ihr folgendes Material: ein Stück Wellpappe, eine Schere, einen Bleistift, Klebeband, ein Geodreieck, einen Zirkel, drei LEDs und drei Knopfzellen. Das sind 3 Volt Knopfzellen, die haben auch die Nummer 2032. Im ersten Schritt zeichnen wir einen möglichst großen Kreis auf unser Wellpappestück. Dann schneiden wir ihn mit der Schere aus. Je genauer wir hier schneiden, desto gleichmäßiger wird dann der Kreisel sein und desto leichter ist es auch, dass er sich länger dreht. Dann müssen wir die Knopfzellen möglichst gleichmäßig hier verteilen und wenn wir 3 Knopfzellen benutzen, heißt das, sie müssen in einem gleichseitigen Dreieck hier liegen. Das kann man jetzt ungefähr abschätzen, aber noch besser ist es natürlich, man misst sich das ganz genau heraus. Oder zeichnet eigentlich nur vom Mittelpunkt eine gerade Linie zum Rand. Die Winkel im Kreis kennt ihr bestimmt schon aus der Mathematik. Und wenn man einen vollen Kreis beschreitet, dann bedeutet das, man hat einen Winkel von 360 Grad. Ein halber Kreis ist die Hälfte davon, also 180 Grad. Und wenn ich jetzt aber nur einen Drittelkreis brauche, dann bin ich bei 120. Und diese 120, die müssen wir jetzt messen und einzeichnen. Ja, das hilft, wenn man dann ein anderes Papier drunter hat. Das Geodreieck zu groß ist. Also ich habe hier die 120. Ich markiere mir das hier einmal auf meinem Untergrund. Und das wäre jetzt mal, jetzt verbinde ich den Mittelpunkt wieder mit dem Messpunkt und das wäre mal mein erster. Das Ganze wiederhole ich jetzt noch auf die andere Seite. Also ich messe hier 120. Und kann hier gleich die Linie ziehen. Jetzt habe ich die exakten Positionen für meine Batterien. Gut, jetzt wäre mein Kreisel, wenn ich das alles anklebe, zumindest mal ziemlich ausgeglichen. Aber leuchten tut er noch lange nicht. Leuchten ist aber einfach. Ich muss nur meine LEDs mit der richtigen Seite, also kurzes Beinchen auf Minusseite, langes Beinchen auf Plusseite, auf meine Knopfzelle stecken. Also wieder kurzes Beinchen auf Minus, langes Beinchen auf Plusseite. Und jetzt möglichst exakt mit dem Klebeband fixieren. Einfach einen nach dem anderen. Versuche möglichst die Mitte zu treffen und positioniere das hier so, dass die LED genau über den Rand drüber schaut. Gut, jetzt ist im Prinzip mein Kreisel beinahe fertig. Ich brauche nur noch meine Achse und die ist dieser kleine Bleistift hier, den ich hier ein bisschen durchstecke. So. Und jetzt ist mein leuchtender Kreisel im Prinzip fertig. Sollte sich der Bleistift hier lockern, kann man dann einen kleinen Trick anwenden.
Und ihn mit dem Klebeband ein bisschen fixieren. Und jetzt schauen wir mal, ob ich ihn noch ein bisschen schneller antauchen kann. Wenn ihr jetzt wollt, dass die nicht mehr leuchten, könnt ihr die LEDs hier einfach entfernen. Und wenn ihr den wieder benutzen wollt, kann man sie einfach wieder hineinstecken. Viel Spaß damit!